Hey, ich bin's Moni, willkommen hier zurück im Wald. Heute geht es weiter mit dem Projekt Holzscheune. Wie ihr im letzten Video sicherlich auch bemerkt habt, ist hier noch ganz schön Chaos. Das heißt, wir haben hier viele herumliegende Baumstämme und damit natürlich auch ganz schön viele Stolpersteine. Die müssen erstmal entfernt werden, aber nicht nur das, sie werden auch schon zurechtgesägt, denn die müssen hinterher ja auch in unsere Holzscheune Platz finden. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was ich damit meine, ich meine genau das hier. Die Grundpfosten dieser Holzscheune, die stehen schon mal gar nicht so klein. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Chaos hier. Jetzt ist hier schon einiges passiert. Wie ihr seht, kann man jetzt hier tatsächlich auch wieder durchfahren. Wir messen jetzt mal, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie dick diese Stämme hier tatsächlich waren, einmal den Durchmesser. Das war hier der Stamm, das heißt dieser riesige Baum, der uns quasi einmal hier lang gekracht ist und zwei Bäume mitgerissen hat. Da messen wir jetzt einfach mal. Wir sind hier bei entspannten 48 cm. Also könnt ihr euch vorstellen, das hat schon ordentlich Wumms gemacht. Wir haben die jetzt in kleine Stücke geteilt. Klein ist ja auch relativ. In ein paar Stücke geteilt und jetzt aus dem Weg geräumt. Aber die sind natürlich richtig, richtig, richtig massiv. Und einfach super schwer. Hier kommt natürlich doch noch ganz schön viel Arbeit auf uns zu. Aber wir haben zumindest schon mal angefangen, vieles hier wirklich wegzuräumen und an eine Position zu legen, damit wir von da aus am besten arbeiten können. Also, ihr seht, die haben hier schon einiges aufgestapelt. Das ist ein Teil der Birken, die gefallen sind. Hier sind die kleinen Stämme vorwiegend von den beiden ersten Bäumen, die hier gefallen sind. Das war der erste große Baum, der eigentlich auf unser Holzlager oder auf unser Holzschuppen gefallen wäre. Also so ein bisschen nach Größe und eben nach Holzart sortiert. Und dann schauen wir einfach mal, zu was das später verarbeitet wird. Ein großer Teil dafür wird natürlich das Brennholz sein. So, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wie das hier vorhin noch aussah. Hier haben wir doch wirklich, wirklich viel Platz geschaffen, damit wir hier einmal rings um unseren Holzschuppen wirklich ja, Platz zum Händeln haben. Wir haben hier vieles, vieles schon weggeschafft und auch so ein bisschen schon vorsortiert, damit wir das Ganze auch bequem nachher in unseren Holzschuppen einlagern können. Und wenn wir jetzt Richtung Waldtoilette schauen, dann sehen wir, dass es da schon wieder richtig gut aussieht. So ein neuer Tag, neues Glück. Und manchmal ist es ja ganz gut, wenn doch noch mal so ein bisschen Zeit vergeht und man über dieses Projekt dann doch noch mal schlafen kann. Ich hatte mir ja ursprünglich überlegt, und dafür liegen diese langen Stämme hier schon, ich hatte mir ursprünglich überlegt, dass ich so einen ganz langen Balken einmal quer drüber lege. Hier auf dieser Seite genauso. Aber es liegt jetzt natürlich am Dach. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, so Blechdach, das passt ja jetzt hier irgendwie nicht so in den Wald. Ja, na klar, wäre das viel, viel cooler, wenn wir das Ganze hier tatsächlich mit Holz decken würden. Allerdings zeigt eben auch die Erfahrung, wenn man jetzt einfach das pure Holz nimmt und auch wenn man es streicht, wenn man es wirklich auch dicht an dicht macht, dass doch einfach immer irgendwie ja kleine Rillen entstehen, wo etwas durchsickert. Und das möchte ich halt einfach bei dieser Scheune hier quasi nicht. Ich möchte tatsächlich ein dichtes Dach haben. Und da ist einfach dieses Blechdach die beste Alternative. Wir wollen das hier natürlich auch mit einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt aufbauen. Ja, natürlich ist Blech jetzt nicht unbedingt ein Naturprodukt, aber es hält natürlich wesentlich länger. Dank des Blechdaches wissen wir jetzt halt, okay, welchen Winkel brauchen wir denn, beziehungsweise welche Neigung müssen wir hier tatsächlich an den Tag legen. Da haben wir uns jetzt Gedanken drüber gemacht, das heißt, wir kürzen jetzt einfach diese Holzstämme, diese Pfeiler, die wir hier in den Boden gerammt haben, einmal passend ein. Ich würde es halt irgendwie so mittig orientieren fast, ne?
So wird's aussehen, Freunde. Ist ganz schön hoch, ne? Mhm. Aber ist gut. Ist halt ultra steil, ne? Ist steil. Aber ist gut, oder? Ich glaube auch, dass es gut ist. So, die Stämme sind jetzt einmal gekürzt und erstaunlicherweise ist es gar nicht so viel, was tatsächlich jetzt abgesägt wurde. Also für diese Untergrundkonstruktion, die ich hier bauen möchte, da kommt es halt einfach darauf an, dass das Ganze gerade ist. Deswegen habe ich mich jetzt hier für dieses Konstruktionsholz entschieden. Da gehen wir einfach auf Nummer sicher, dass hinterher das Dach nicht auf 8,5 hängt. So gut, gerade Fläche hin oder her, das sieht natürlich jetzt nicht so geil aus, sondern viel mehr nach Baumarkt. Diesen Look wollen wir hier nicht haben. Das heißt, wir erzeugen jetzt hier einfach einen natürlichen Look, indem wir das Ganze wieder schick abflammen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt bringen wir nämlich die Balken hier oben drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich doch echt froh, dass du mit dabei bist. Ja. Weil ich glaube, alleine... Das ist sehr schwer, sagen wir mal. Ja, nicht nur schwer, sondern halt festhalten und ausrichten gleichzeitig und schrauben. Das wird ein bisschen... Ich glaube, den müssen wir noch drehen, oder? Ja, den müssen wir auf jeden Fall noch drehen. Ich muss erstmal hoch. Kleinen Moment, Geduld, bitte. So. So, ein kleines bisschen muss ich noch. Hey, sieht doch mega aus. Das sieht mega aus. Das müssen wir nochmal gucken. Die brauchen einen Zollstock. Ja. Zum Messen. Aber ganz ehrlich, das passt hier vom abgetragenen Winkel, vom Sägen, ultra gut. Naja, nach den Berechnungen müssten es doch jetzt... Ja, wie viel müsste es denn sein? Ich habe jetzt hier 17 cm. Ja. Von Außenkante des Stamms. Wollen wir das denn gleichmäßig machen? Ich glaube, ich sollte mir noch einen anderen Zollstock holen, ohne dass wir zwei haben. Das sind 34. Oh krass, das ist natürlich eine ganze Menge. Das heißt, wenn wir so ungefähr 25 haben, wäre es gut, ne? Dann passt es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob das für die Gesamtkonstruktion sinnvoll ist. 25 cm auf jeder Seite. Naja, sagen wir mal so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Damit wir hier eine Flucht haben, ne? Was auch nicht ganz, naja doch, wir können den ja noch ein bisschen nach vorne biegen. Aber so in dem Dreh, also lass uns mal hier 25-25 machen. Ja. Und das ist quasi unser Ausgangsmaß und dann gucken wir, dass wir das da irgendwie in die Wurschtel ziehen. Mhm. So machen wir es, das ist ein guter Plan. Ja, okay. Hüpf. Ist erstmal drauf. Moment, jetzt erstmal drauf. Aber so eine Hilfslatte, die kann man immer mal gebrauchen, auch eine etwas längere. Hier zum Beispiel eine 7 Meter Hilfslatte, mal schnell zusammengezimmert. Ja, noch mal drehen, wenn er drin ist. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn einfach noch mal zu versetzen. Ne? Ich denke auch.
Aber jetzt ist auf jeden Fall alles in einer Flucht. Das gefällt mir deutlich besser. Ja, mir auch. Sieht sehr gut aus. Krasses Ding. Ja. Es ist so groß. So, die Balken sind angebracht und natürlich sind sie jetzt auch noch abgeflammt. Das heißt, für uns ist die Arbeit für heute erledigt. Nächste Woche geht es hier also weiter mit dem Dach. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann schaltet ihr einfach 8 Uhr pünktlich wieder hier mit ein und ihr seid mit dabei.